Es ist der 29. April 2015 und irgendwie gibt es heute so wenig Neuigkeiten in der Games-Welt, dass Kollege Obermeier sogar Dota 2 Patches in seine News-Sendung aufnimmt. Ist denn jetzt schon das Sommerloch vor der E3? Naja, ein guter Grund, um mal zu gucken, was die PC-Spieler dieser Welt gerade zocken. Steam hat da ja Statistiken. Na, dann sehen wir mal. Harte Zahlen. Zum Verständnis, hier listet Valve die gerade auf Steam gezockten Spiele auf. Das ist also eine Momentaufnahme, und zwar eine, die in diesem Fall gegen 5 Uhr deutscher Zeit entstanden ist. Sie bildet also vor allem den US-Markt ab, bei denen ist um diese Zeit nämlich Feierabend und damit Daddle Primetime. An der Spitze der Charts und mit riesigem Abstand Valves unfassbar erfolgreiches Free-to-Play-MOBA Dota 2. Das ist praktisch uneinholbar. Danach folgen Counter-Strike GO und auch auf dem PC ein Superhit Grand Theft Auto 5. Dieses Trio liegt weit vor allen anderen Spielen. Aber auf den Plätzen 4 bis 99 entdecke ich so manche Überraschung. Hier etwa, auf der 8, Garry's Mod. Ein Physikspielplatz und Baukasten für Valves Source Engine. Der bietet einige der irrwitzigsten Spielerfahrungen, die man auf Steam überhaupt haben kann. Massig Mods und Spiele wie der GM Tower basieren darauf und irgendwann werde ich mich dieser Software endlich mal ausführlich widmen. Und was ist das denn da auf Platz 11? Adventure Capitalist? Was? Wieso kenne ich das nicht? Es ist gratis. Ich guck mal rein. Aha, ich klicke auf Zitronen rum. Ist das so ein Kauklicker-Ding? Eines dieser manipulativen, seelenlosen Knöpfchendrück-Dinge? Und was soll das sein? Okay, man kann mehr Limonadenstände kaufen und neue, profitablere Geschäfte. Seltsam. Zurück zu den Steam-Charts. Dort finde ich übrigens sehr spannend Warframe auf Platz 9. Was für ein Erfolg für den Entwickler Digital Extremes, der den Free-to-Play-Koop-Shooter seit 2 Jahren mit regelmäßigen Patches und neuen Inhalten versorgt. Klar, im Spiel steckt viel Grinding drin. Doch weil es auch als Gratisspieler Spaß macht, weil das Gameplay mit Nahkampf und Geballer einen guten Flow hat und flott über die Bühne geht und weil Warframe einen echt eigenwilligen Stil hat, erfreut es sich großer Beliebtheit. Das spielt ihr also aus gutem Grund so gerne. Und warum spiele ich eigentlich immer noch Adventure Capitalist? Das ist so hohl, man kauft immer neue Unternehmen, klickt immer hirnloser, lässt automatisch klicken und schaut dem Geld beim Wachsen zu. Das hat auch schon irgendwie was, wie all diese anderen Idle-Spiele, nix anderes ist Adventure Capitalist auch. Deshalb zurück zu Steam und auf Platz 13. Unturned? Was ist das denn? Free-to-Play. Oh, Minecraft-Klötzchen-Grafik. Und Early Access. Und auch noch ein DayZ-Klon? Geht es noch abgedroschener? Wieso ist das so beliebt? Naja gut, in den Reviews loben die User das faire Free-to-Play-Modell, die gute Entwicklung des Spiels und das unterhaltsame Gameplay. Da kann man schon nichts sagen, aber ich bin dennoch verblüfft. Ich dachte eigentlich, Survival-Sandboxen mit Zombie-Thema sind langsam out. Scheint aber nicht so zu sein. Und ich dachte außerdem, ich höre irgendwann auf, Adventure Capitalist zu spielen. Aber das ist so fesselnd. Hier, Filmstudio gekauft. Bam! Das bringt mir 180 Millionen alle halbe Stunde. Und Upgrades gibt's auch. Es gibt immer was zu tun, immer was zu klicken. Und es ist schon toll, wie diese Sorte Spiel mit ihrem exponentiellen Wachstum fasziniert. Was übrigens auf PC überhaupt nicht so richtig wachsen will, die Begeisterung für Call of Duty. Da ist der beliebteste Serienteil Black Ops 2 auf Platz 35 und der ist schon fast 3 Jahre alt. Das finde ich interessant und überlege mir, ob es denn Black Ops 3 am Ende gelingt, den bisherigen Dauerbrenner abzulösen und vor allem ein wenig höher in den Gespielcharts einzusteigen. Den Zugriffszahlen und Kommentaren zu unserer Enthüllungsberichterstattung entnehme ich ja derzeit, dass ihr, liebe PC-Spieler, nicht das größte Interesse daran habt. Und mich interessiert jetzt, wo das mit diesem Adventure Capitalist eigentlich hinführen soll. Muss ich das jetzt tagelang laufen lassen? Langsam geht es nämlich nur noch im Kriechgang vorwärts. Alle Upgrades sind sündhaft teuer, die Wartezeiten ewig. Da unten ist ja ein Store-Button. Was? Gold? Riesenvorteile? Dreister Ingame-Shop mit Bezahlmöglichkeiten bis 100 Euro? Diese Frechheit, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da verarschen die mich mit dem Free-to-Play-Modell. Muss man sofort installieren. Ich schäme mich, das jemals gezockt zu haben. Und mit diesem kleinen Aufreger soll es das für heute gewesen sein. Doch der Blick in die Steam-Aktivitätscharts hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht nicht nur mir so. Und vielleicht schaue ich demnächst mal wieder rein und lerne mehr darüber, was auf PC eigentlich gezockt wird. We'll be right back.